Also das Konzept unseres neuen Restaurants besteht darin, dass wir hier eine spezielle Location in Downtown Zürich haben. Und am Abend servieren wir etwas ganz Neues für Zürich und vielleicht auch für mehrere Städte. Wir haben ein Konzept kreiert, das heißt Small Plates. Wir machen keine Vor- und Hauptspeisen mehr, sondern das sind alles kleine Häppchen. Und da isst man quer durcheinander. Das mischt sich zusammen zwischen asiatischen Sachen und mediterranen. Das Dekor des Restaurants wollten wir sehr urban machen. Wir wollten ein Restaurant kreieren, das internationalen Ansprüchen gefällt. Und wir spielen mit den Farben, wir spielen mit den Vorhängen und den Ölwänden. Und sonst sind die Linien einfach geschwungen. Und natürlich die lila Farbe als Thema, das zur Mode passt. Ich denke, das Besondere ist die Ambiente. Es ist wirklich ein ganz neues Konzept. Strotz ist ja so eine Institution in Zürich, man trifft sich. Irgendwie kühl, schlicht, aber trotzdem gemütlich. Also das ist der richtige Ort für einen After-Dinner-Drink, für ein Aperitif, so für alles drum und dran. Unser Angebot ist relativ vielfältig, da wir lange Öffnungszeiten haben. Wir haben die angesprochene Kaffeekultur mit den Paninis, die kann man dann auch mitnehmen in die Büros, man kann die Cafés mitnehmen. Über Mittag haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben einen schnellen Teil, wo man innerhalb von einer halben Stunde kleine Sachen essen kann. Oder der vordere Teil des Restaurants, wo man dann mit Reservationen arbeiten und ein Lunchmenü machen, auch mit diesen Small Plates. Also wir haben von den Flächen her im inneren Teil 220 Quadratmeter, sind 100 Plätze. Und die Back-Office sind nochmals 200 Quadratmeter mit den Garderoben und Küchen. Wir haben Außensitzfläche von 2x50 Quadratmeter mit nochmals je 40 Plätzen. Wir haben etwa 3 Millionen Schweizer Franken in diesen Betrieb investiert. Wir haben hier eine normale Bankfinanzierung mit Eigenmitteln gewissen Größe und der Rest ist über Banken finanziert worden. Der Durchschnittsbon des Restaurants kann ich Ihnen noch nicht genau sagen. Wir haben erst seit 2 Wochen offen und der variiert natürlich stark zwischen Morgenbusiness, wo die Leute Kaffee und Paninis, da ist man vielleicht bei 7, 8 Franken. Beim Nachtessen können das bis 100 Franken gehen. Wir hoffen von den Zahlen her in diesem ersten Jahr 4 Millionen Schweizer Franken umsetzen zu können. Die Gästeanzahl seit der Eröffnung kann ich Ihnen eigentlich gar nicht sagen, weil das erst so kurz offen ist. Also das ist sehr schwierig, aber es ist extrem hohe Frequenz. Wir sind natürlich auch viel in der Zeitung mit all diesen Eröffnungsaktivitäten dieser ganzen Mall. Und wir sind also sehr, sehr gut besucht. Wir haben natürlich immer wieder Pläne und wir haben in den letzten Jahren alle 2 Jahre ein Restaurant eröffnet. Auf einer Seite möchten wir vielleicht mal in einer internationalen Stadt mal was machen und sonst möchten wir noch eine Location mehr in Zürich haben.